unser primäres Ziel ist nächstes Jahr natürlich erstmal der Klassenerhalt, ne? In der, ja, man hat es zwar oft gesagt in den letzten Jahren, in der besten zweiten Liga, aber ich glaube, dieses Jahr trifft es wirklich zu, wenn man sieht, was da für Traditionsvereine spielen, die eigentlich in die erste Bundesliga gehören. Ist, glaube ich, jedes Wochenende ein Highlight und deswegen ist für uns erstmal primäres Ziel, den Klassenerhalt zu schaffen. Ich hatte zwei schöne Konzerte. Eins war Open Air von Pur und das zweite war Söhne Mannheim. Das waren so meine zwei Highlights bis jetzt. Oh, ich verstehe mich eigentlich mit allen gut in der Mannschaft und von daher sind alles super Jungs, mit denen kann man immer was machen und von daher kann ich jetzt nicht unbedingt einen herausheben. Kommt drauf an, was die drei Punkte bringt. Meistens ist, wenn der Torhüter nach vorne geht, bringt es nur einen Punkt ein. Von daher lieber das, was die drei Punkte dann einbringt. Also am liebsten viel zu tun bekommen und am Ende die drei Punkte zu haben. So gut wie gar nicht mehr. Ich war jetzt, glaube ich, in den 2 Jahren, war ich zweimal zu Hause. Ist ein bisschen zu weit mit 2 Kindern und so, macht man das nicht so oft und von daher nicht so oft, leider. In der Tat, ich habe am Anfang im Sturm gespielt und bei einem ganz kleinen, also bei meinem kleinen Heimatverein. Und ja, wie es so oft halt ist, konnte dann der Torwart irgendwie nicht mehr oder war mal verletzt und da hat man halt keine 2 Torhüter und dann musste jeder mal ins Tor. Und dann hat mir das so gut gefallen und dann bin ich einfach drin geblieben. Boah, schwierig. Im Moment sind meine Lieblingsorte Spielplätze mit meinen 2 Kleinen. Und ja, ansonsten Warnemünde finde ich ganz schön oder Markgrafenheide, der Strand. Das sind so meine Favoritenplätze. Kann so Pi mal Daumen ein Paar pro Spiel und dann halt noch in der Vorbereitung ja, kommst du so auf 50 Paar ungefähr. Ja, ich habe also ein paar Rituale, habe ich ziehe zum Beispiel immer erst alles rechts an und dann links, also erst rechter Schuh, linker Schuh, rechter Handschuh, linker Handschuh und ja, und der Schluck Espresso vom Spiel darf auch nicht fehlen. Bin ich komplett querbeet ein, aber am liebsten höre ich tatsächlich deutscher Schlager. Nee, ich bin da relativ entspannt. Ich muss jetzt erstmal die Zeit genießen, weil das auf dem Platz ist einfach die schönste Zeit. Und wenn man sich da jetzt zu viel Gedanken macht über danach, dann kann man das hier und jetzt nicht genießen. Von daher genieße ich jetzt erstmal die Zeit hier bei Hansa Rostock. Wie gesagt, am liebsten mit meiner Familie, ja, mit meinen 2 Jungs. Das ist schon das größte Geschenk, was einem passieren kann. Und von daher jede freie Minute mit meinen 2 Jungs. Ja, ich habe mich langsam daran gewöhnt. Am Anfang war das ein bisschen komisch, wo der Pressesprecher von Wiesbaden mir das mal gegeben hat. Und ja, man gewöhnt sich dran. Aber ja, der Spitzname ist jetzt nicht so, dass die Jungs mich so rufen, sondern in der Kabine und so bin ich der Kolle und von daher passt das schon alles. Boah. Nee.